Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht wieder los in meiner Werkstatt hier heute. Als allererstes nehmen wir hier die Ritterrutsche. Ich habe mir neulich, ich weiß nicht, ob ich, ist unbezahlte Werbung, kein Spaß, ich habe mir von Makita einfach mal ein, zwei, drei Werkzeuge gegönnt. Ich habe vorher in meinem Leben nie einen Akkuschlagschrauber besessen und ich schwöre dir, ich überlege schon nachts, welche Räder ich ab und anbauen kann, weil es ist einfach so viel mehr Lebensqualität. Also wenn Elektrotechnik irgendwo Sinn macht, dann ist es auf jeden Fall hier. Wirklich, also die letzten Male, die wir beim Arbeitsplan fahren, ist einfach Gold wert. Weil es ist einfach so, dieses Druckluft, Kompressor, dann liegt dieser Schlauch die ganze Zeit rum. Jetzt hast du hier einfach so ein Ding. Geil. Okay, zurück zum Thema. Es geht weiter. Thema Hinterachse. Also als erstes nehmen wir mal dieses Rad runter. Da ist allerdings das Problem. Ich habe tatsächlich innerhalb eines Jahres es nicht geschafft, für diese Felgen ein paar Zentrierringe zu besorgen. Aber nach wie vor, jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, dieses Rad auf diesem Auto. Ich weiß nicht, wer es auf der Essen Motorshow gesehen hat. Jetzt können wir es nicht zeigen, wenn das Auto auf dem Boden steht. Es sieht einfach so passig wie für das Auto gemacht aus, muss ich wirklich nochmal sagen. An Yusuf Yidu Performance. Geil. Stil, alles. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen Sorge, weil wir waren ja bei MB Design, haben wir ja gesehen, was diese breite Speiche schon auf dem Prüfstand macht, wo es dann so zu einem Riss kam. Jetzt haben wir hier natürlich ein paar Speichen mehr. Aber, das ist schon ein zartes Reh, diese Felge. Aber egal, wird schon passen, sieht geil aus. In der Simulation hat man gesehen, dass sie hält. Ich meine nur, wenn man sich jetzt wirklich diese 200.000 Zyklen waren es, glaube ich, ne? Ja, und dann noch mal ein paar mehr hinterher. Und dann noch ein paar mehr hinterher. Aber egal, wir haben nur vier Felgen, wir können sie leider nicht kaputt machen. Also, was machen wir jetzt? Folgendes, ich lege mich unter das Auto und du musst irgendwie da filmen. Ja, da kommen wir irgendwie hin. Ist gut, wenn man die Reserveradmulde wegnimmt. Na, der Kameramann Platz hier. Hallo, guten Tag. Wenn dieses das letzte Video auf dem Channel sein sollte, dann wisst ihr, wir sind beide unter dem Auto zugrunde gegangen. Also, folgendes. Hier seht ihr dieses geile gefräste Diff. Noch steckt dieses Diff einfach nur hinten in der Halterung und es ist vorne nicht abgefangen. Dafür hat Tim mir diese geilen, massiven Halter geschickt. Die sind wirklich massiv. Die kommen hier so an der Seite ran. Und jetzt muss das Diff irgendwie irgendwo festgeschraubt werden. Die Frage ist nur, wo? Ja, gibt es jetzt verschiedene Versionen. Das Problem ist, hier ist richtig Saft drauf. Das heißt, Viertelmeile Start, was wir vorhaben. Ich vermute mal, das Ganze wird auch halten. Also alles, was wir jetzt an Teilen verbaut haben, wird das können. In dem Moment, wenn wir hier einen saftigen Start hinlegen, wird dieses Auto definitiv hier hinten, ja, es wird Rambazamba sein. Und jetzt habe ich Angst, wie wir das festmachen, weil genau hier ist natürlich dieser Kipppunkt. Also über die Antriebswellen geht natürlich das ganze Drehmoment auf die Räder. Wenn die Räder Traktion haben, geht, übertrieben gesagt, das Drehmoment wieder zurück auf das Diff. Wenn das Diff dann hält, fährt das Auto los. So, Kurzfassung. Das heißt, es will sich drehen. Jetzt muss ich kurz überlegen, das Diff will beim Gas geben oben rein. Die Räder drehen sich so rum, das heißt, es hebt sich so und drückt oben gegen. So ist zumindest der Plan. Das erste, was wir gleich machen müssen, habe ich vergessen. Ich muss meinen digitalen Winkelmesser holen. Wir müssen mal den Boden messen, wir müssen mal das Auto messen und wir müssen das Diff messen und erstmal gucken, wie es stehen muss. Jetzt gerade hängt es im Anschlag. So ist der Anschlag in die andere Richtung. Also es wird irgendwo so sein. So, jetzt seht ihr hier die Halter, die übrigens extra massiv aus Stahl angefertigt sind. Also aktuell gehen die Kilos in das Auto rein, Alter. Krieg schon schlechte Laune. Um war Schluss mit Profitraining, musste ich die Kilos abwehren. Also abnehmen, aber wie ein Mann. Aber wir kommen auch nicht drum herum. Dieser Halter, ich würde mal sagen, so kommt er heran. Das heißt, wir müssen hier eine Aufnahme schaffen. Also das Gute ist, hier ist ja noch kein Tank. Das heißt, wir haben ein bisschen Luft. Aber wo, wie, was, habe ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Und der Beste, den es da definitiv gibt, wird Nils sein. Nils kennt ihr ja noch, der hat den Gitterrohrrahmen von Paul gebaut. Und der wird uns ein geiles Chromorohr biegen, welches hierfür geeignet ist. Jetzt können wir leider die ganze Karosse nicht mitnehmen, was ich gerne gemacht hätte. Das heißt, wir müssen jetzt die Hinterachse hier ausbauen, was jetzt auch erstmal nicht so schlimm ist. Wir müssen uns aber irgendwie überlegen, wie ich jetzt später mit dem Rohr, was hier reinkommt,
auf einmal nicht am Unterboden liege. Also, pass auf, Tim, du kannst ja auch vieles merken im Kopf. Ne? Ja. Also ich werde auf jeden Fall gleich ein paar Fotos machen. Ich muss mir an dem Rohr gleich markieren, auf welcher Höhe dieses Teil ist. Also wenn ich hier rüber gucke, ist an der höchsten Stelle ist auch ungefähr der Unterboden. Also bis zu der Höhe ist der Unterboden und wir können definitiv mit dem Rohr nur bis Anfang hier gehen. Also klar, man kann natürlich eine übertrieben große Strebe hier drüber einfach gerade durchziehen. Die muss man schon mal erstmal wegdrücken, ne? Mhm. So eine fette Chromostrebe. Aber das Problem ist, wir können diese Strebe, die hier durchgeht, definitiv nicht abstützen, weder nach unten noch nach oben. Das wird das Problem. Aber da wird Nils. Achso, original ist das Diff übrigens viel, viel länger und stützt sich hier ab. Mhm. Das wäre die andere Variante, dass man den Halter baut bis hier vorne in die Originalgewinde. Aber der kriegt ja so einen langen Hebel. Das wird unmöglich was. Also da würde ich dann auch eher an die Hauptachse abstützen. So, und auf der Seite der. Jetzt so. Okay. Ja, wir machen Folgendes. Ich hole mir einmal die Waage. Ja, die Waage, den Messschieber. Wir gucken Winkel, wie das Diff sitzen muss. Und ich muss mir so ein paar Stellen an der Achse markieren. Und wir müssen auf jeden Fall aus allen Perspektiven genug Fotos schießen. Und dann hoffe ich, dass wir das so hinkriegen und Nils uns da ein schönes Chromrohr biegt und wir es anschweißen. Let's go! Also, dieses geniale Tool gehört eigentlich zu meiner Sturzwaage. Und dieses geile Alu-Profil von eBay wird garantiert 100% gerade sein. Seht ihr später in dem Video, wofür das da ist. Aber, Alter, für wie viele Sachen ich hier dieses Ding schon zweckentfremdet habe, ist wirklich krass. Also, auf jetzt nehmen wir das hier. Zero. Ja, jetzt gucken wir nämlich als allererstes, wie genau das Auto hier steht. Auf dem Boden. So, also ich würde mal überhaupt 0,4 Grad auf dem Unterbodenschutz gemessen. Können wir durchgehen lassen. Und jetzt schiebe ich mich da rein wieder. Und wir gucken mal, in welcher Position das Diff gerade hängt. Mhm. Ha, magnetisch wäre geil. Jetzt müssen wir gleich mal einmal uns merken. Er zeigt hier den Pfeil nach unten, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja, ich habe meine Brille nicht auf. Also, der erste Kameramann, der seine Brille nicht auf hat. 0,5, warte mal, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir es hier hochdrücken. Ah, krass, guck mal. Oh. Also, selbst im Anschlag schon hängt es, wenn wir ehrlich sind, also wenn ich es runterziehe, guck hier. Ja. Null. So. Das heißt, das Diff, so wie es jetzt einfach nur drin hängt, ist 0,4 gekippt nach vorne hoch. Das macht es uns jetzt gerade richtig einfach. Was habe ich gerade gemacht? Wenn wir das Diff gerade zum Unterboden haben wollen, hängt es genauso, wie es jetzt gerade hängt, richtig. Ja. Jetzt ist allerdings das Problem, wir nehmen gleich den Achskörper raus. Und es wird egal sein, weil egal wie wir den Achskörper drehen, das Diff wird immer gleich im Anschlag hängen, weil es hängt ja richtig im Anschlag jetzt gerade drin, dass es ja frei hängt. Okay, ja, dann können wir es jetzt ausbauen. Also, wir haben es geschafft, wir sind bei Nils angekommen in Sieke. Ich überlege gerade, wir waren das letzte Mal hier, da hat Paul noch den Gitterrohrrahmen für den GTR gebaut, beziehungsweise falsch, Nils hat den Rahmen gebaut und Pauls GTR, wenn man es so nennen kann, war noch da. Wann war das? Anderthalb Jahre, würde ich tippen, ne? Die Zeit fliegt ja aktuell. Ostern vor einem Jahr hat er ihn abgeholt, also davor. Ostern vor einem Jahr. Okay, dann war es doch eher ein Jahr. Ne? Egal. Auf jeden Fall, Nils ist Profi da drin, Rohre zu biegen. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Plus Schleifen. Und das passt immer am Ende so geil, dass dieses Rohr, was hier rein soll, um das Diff abzustützen, auf jeden Fall von dir kommen muss. Am liebsten hätte ich natürlich einmal im Auto eine ganze Zelle von dir. Mhm. Thema Sicherheit. Aber da, ja, das hätte man leider vorm Lackieren machen müssen. Dann wäre es auf jeden Fall einfacher gewesen. Auf jeden Fall. Aber mal gucken, was man noch so machen kann vielleicht. Vielleicht Schrauben. Das wäre die nächste Frage gewesen. Wie ist das? Du bist ja auch Experte in Sachen Reglement. Weil ich würde mit dem Auto schon ganz gerne mal die ein oder andere, ich sag jetzt mal, legale Veranstaltung fahren, wo man sich nicht irgendwie durchschummelt, sondern wirklich vollkommen legal, normal mitfährt. Da muss ich ja sogar einen Käfig drin haben, ne? Zumindest ja, einen Bügel, ne? Auf jeden Fall. Je nachdem, wie schnell das Auto ist, brauchst du auch einen ganzen Käfig. Mhm. Du musst mir sagen, wie schnell das ist und dann können wir gucken, was wir da reinbauen müssen. Schnell heißt Geschwindigkeit oder Zeit? Eigentlich oder beides? Beides. Ja. Mhm.
Und wenn es da so in Richtung 8, 9 Sekunden geht? Ja, da brauchst du auf jeden Fall einen Hauptbügel, Abstützung nach hinten, die Abstützung nach vorne an der Tür vorbei. Ich denke auch ein Kreuz und die Rohre an der A-Säule nach unten, also eine Zelle sozusagen. Schwieriger wird es dann, das ins Auto zu schrauben. Da hatten wir uns ja vorhin schon drüber unterhalten, wie man das am schlauesten macht, damit das auch ins Auto passt. Und dass man es auch rausbekommt, weil diese Zelle im Auto verschweißt, dann ist sie für immer da drin. Zwar geschraubt, aber... Kriegt man nicht wieder raus. Nee, plus, schwierig. Ich denke nicht, dass Chris da nochmal was lackieren will. Gerade wo jetzt auch von unten so schön unter Bodenschutz drauf ist und so weiter. Okay, aber immerhin, man dürfte sie schrauben. Ja. Das geht. Ja. Wird wahrscheinlich gewisse Teile geben, die verschweißt sein müssen, aber das eigentliche Konstrukt darf man schon reinschrauben. Ja gut, der Käfig, der muss an sich oder in sich verschweißt sein. Man muss jetzt mal gucken, ob man das für eine Kopfstützen irgendwie schrauben darf. Meiner Meinung nach nicht. Mhm. Da würde ich mich nochmal schlau machen. Aber der ganze Käfig an sich darf ins Auto geschraubt sein. Mhm. Aber jetzt so diesen Ausleger nach vorne zur A-Säule und sowas, darf man das ranschrauben oder auch nicht? Nee, das muss, glaube ich, alles verschweißt sein. Weil das kriegen wir ja unmöglich da im... Ja, da muss man dann gucken, ob die Regularien da so ein, vielleicht kleine Lücken haben, wo man gucken kann. Sowas gibt es ja überall und... Weil ich hatte für den Abarth, da weiß ich, für die, wenn es nach 4 geht, gibt es so Schnellverbinder. Mhm. Also wie so Schnellkupplung. Achso, habe ich sowas hier so mitgebracht hier. Ich war mir nicht sicher, ob wir das beim Gift nicht auch reinhauen. Mit den Dingern durfte man tatsächlich das machen. Aber keine Ahnung, wie das jetzt im Drag Racing für sowas ist. Plus jedes Mal, wenn ich das Ding in der Hand habe, kriege ich schlechte Laune. So, weil man spart an jeder Ecke. Und das kleine Ding. Okay, das hat ordentlich Wimms. Dadurch, dass es voll ist, glaube ich, ein Kilo. Also dadurch, dass das Vollmaterial ist, so ein Kilo für ein Stück, wenn das ganze Auto gerade mal 1000 wiegt, ne, tut da halt jedes Kilo weh. Okay, wir werden uns da nochmal in Ruhe halten. Irgendwas müssen wir da machen, wenn wir mit dem Auto zumindest in solche Veranstaltungen mitfahren wollen. Ne? Ja, Thema Diff. Wir haben das hier schon mal einmal aufgebaut. Nils, das ist das Diff, wie es da rein soll. Ja. Was machen wir? Oder was würdest du machen? So formuliere ich es mal. Oder was wäre ideal? Wir können ja so rum anfangen. Was wäre das Beste, was man machen könnte? Ja, das Beste wäre, das alles so doll abzustützen, dass es nicht rausfällt. Du hast ja hier selber schon gesagt, dass die Urethanbuchsen raus sollen und dass alles starr rein soll. Da gibt es wahrscheinlich wieder 1000 Meinungen, aber das ist nun mal dein Auto und du machst das so. Und wir sind jetzt dabei, hier noch eine Strebe zwischenzumachen, damit diese Schwingung vom Diff hier aufgefangen werden. Wie wäre deine Meinung zu den Lagern? Weil die interessiert mich schon. Nee, ich wäre auch für Starr. Du bist auch für Starr, okay. Ja, okay. Ja. Aber du weißt ja, das wir gibt 1000 Leute und 1000 Wir haben uns auf dem Hinweg gerade überlegt, also auf dem Hinweg oder gestern auf dem Rückweg irgendwann, habe ich mir auf jeden Fall überlegt, auch beim Thema Motor, wenn man einen Motor, ein Getriebe, ein Diff starr mit dem Rest verschraubt, ob das für den Motor eher eine Stressbelastung ist, weil der, keine Ahnung, auseinandergezogen wird, sich bewegt, wie auch immer. Oder ob man das eher wie einen Käfig von außen sehen kann, der das Ganze eher zusammenhält. Es ist nicht komplett starr. Wir machen das bei den Drechslern ja genauso. Da hast du vor und hinter bei den V8-Motoren eine Aluplatte, die ist auch 6 mm. Und die ist auch in der Mitte und vorne verschraubt. Und das Getriebe zum Beispiel ist zwar auch fest angeschraubt, aber am Getriebe ist das Blech ein bisschen dünner, dass das ein bisschen arbeiten kann. Mhm. Weil du sonst durch die ganzen Torsionen am Motor und die Karosserie, das verwindet sich doch alles. Auch in einem Chassis brechen zum Beispiel die Getriebehälse ab. Das kann schon mal vorkommen. Mhm. Also ein bisschen arbeitet das immer alles. Ist vielleicht eine Ansichtssache. Auf jeden Fall ist es mega laut. Eine Wissenschaft für alles. Sich. Das heißt, bei den, so wie bei Paul, ist es so, dass das Hauptteil die Platte zwischen Motor und Getriebe ist, womit das Ganze da so drin steht. Ne? Ja. Die ist nur 6 mm? Ich hätte gedacht, die wäre viel. Nö, die braucht nicht dicker. Krass. Und dazu noch eine Platte vorne und mehr Aufnahmepunkte hat das Ding dann gar nicht. Nee, ja, das Getriebe noch hinten, wenn ihr wollt, könnt man das hier an dem Auto mal kurz zeigen. Das ist nichts Großartiges. Die hier. Ah, das sind doch hier die Wilzer Bergreifen vorne wieder. Nein. Das ist einfach wolltest du nicht immer mal große Räder drauf machen, die du extra tief versenken kannst? Ja, nee. Mit universell Lochkreis. Ja, passt überall drauf, ne? So, sorry, dass ich da wollte. okay, da hinten liegt es nochmal drauf. Ja. Aber hier wird schon das Getriebe direkt einfach draufgeschraubt, ohne alles. Das einfach. Kommt von oben einfach. Ja, einfach hier ist es auch mit einem Gummiblock noch dazwischen. Mhm. Das ist aber tatsächlich auch so eine Halterung, wie du bei dem Drag Racing machen. Also es darf ein bisschen, hier hinten darf sich das schon bewegen. Mhm. Gerade auch mit Kardanwelle und so. Wenn du das starr machst, dann hat die Drehbewegung des Motors, reißt einfach das Getriebe hinten den Hals ab. Also das ist schon öfter mal vorgekommen. Das heißt, die ganze Glocke vom Getriebe fällt dann aus, ne? Ja. Krass.
Aber Heckantrieb doch, nicht Allrad. Nee, Heckantrieb. Heckantrieb, ja, ne? Weil bei das heißt, bei Paul würde das ganze Verteilergetriebe fällt das Häuschen ab. Ja. Fällt das Häuschen ab. Nee, weil bei mir kommt ja immer noch der Punkt dazu, dass dieser ganze Motor sich da zusätzlich vorne auch nochmal so raushebt, durch die Antriebswellen halt. Das will schon irgendwie in alle Richtungen. Ist ein Versuch, am Ende kann ich zur Not irgendwelche Klötze zwischenmachen. Was auf jeden Fall schon viele gesagt haben, das macht auch Sinn, dass natürlich Klopfregelungen mit dem Klopfsensor und so wird natürlich dann ja, schwierig. Stimmt. Die kann ich dann so einen kleinen Finger auf der Tür, kann ich dann quasi die merken. Das heißt, wir waren gerade stehen geblieben beim Ideal. Ideal geht aber nicht, weil passt nicht. Ideal müsste ich in Trapez sind, wie in so eine Brücke. Aber wir haben hier nur 7 cm, das heißt, wir müssen uns mit einer Rohrstärke begnügen. Wir haben vorhin schon geguckt, das Rohr soll hier genau drüber, so. Mhm. Das wird, hier ist ein bisschen Platz, das Stück kommt dann auch weg und das wird dann hier runtergebogen und hier dann verschweißt. Jetzt kann man natürlich sagen, wir können hier noch überall Streben hin machen, das überlegen wir uns nachher noch. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Ob das nicht einfach nur Gewicht ist für nichts oder ob das wirklich Sinn macht. Gewicht wollen wir nicht. Eben. Aber wir nehmen schon volle 40, 38 mm wie das Hauptrohr auf, wenn schon, ja, wenn schon. Das ist 40 hier, ich habe jetzt hier 38er, das ist auch dieses schöne Chromoly-Rohr, ne? Dünne Wandstärke, schön stabil. Was ist das, 1,5? Ja. Also, fühlt sich auf jeden Fall stabil an. Aber meinst du echt, dass man kann sich das immer so gar nicht vorstellen, aber wenn man dann halt diese Zeitlupen-Videos von den Dragsters sieht, was da halt so los ist, gerade wenn es dann losgeht mit Slicks und so weiter, ja, doch, kann schon sein, dass sich wirklich so ein ganzes Rohr nach oben biegt. Ja. Das heißt aber, wenn es perfekt sein soll, würdest du jetzt hier nochmal zusätzlich eine Strebe rüber machen, ne? Ja. Die nochmal schlecht. Ja, aber es ist halt gar kein Platz da, ne? Es bleibt halt nur dieses bisschen hier unter dem Kofferraum und da er drinnen bleiben soll, was bringt das, wenn wir hier was hinmachen? Du hast, naja, danach relativ wenig Bewegung zur Seite, ne? Ja. Ja, das Diff wird ja von der Theorie her einfach nur nach oben wollen. Weil du hast ja auch eine Drehbewegung, ist ja klar. Aber deswegen hast du ja auch diese langen Dinger hier, die das alles ein bisschen auffangen. Wobei ich glaube, die Drehbewegung ist bei denen zum Glück nicht ganz so krass, weil die 4,11er Achse, das heißt, hier ist eher richtig Drehzahl und nicht ganz so viel Schmackes drauf. Das heißt, das klingt eigentlich gar nicht so aufwendig. Also wir haben halt das Problem, dass alles, was weiter vorne als hier ist, wird gefährlich mit dem Unterboden, weil hier die Rücksitzbank, also die erste Kantung kommt. Deswegen würde ich gerne schon hier weiter nach hinten. Das heißt, es bietet sich natürlich an, einfach genau über den Halter zu gehen. Jetzt tut es in meinem symmetrischen Auge natürlich schon wieder weh, dass wir verschiedene Halter haben. Das heißt, ich denke mal, ich werde einen zweiten Halter hiervon einfach besorgen, dass wir dann beide auf der Höhe einfach verschrauben können. Okay, ja, dann würde ich sagen, als erstes das Rohr da rein und dann gucken, ob man es noch irgendwohin versteift oder nicht. Aber du sagst, alles, was wir dann noch so machen, ist mehr Optik und Gewicht, als dass es da wirklich am Ende was bringt. Naja, ich meine, alles, was du da einschweißt, trägt zur Stabilität bei, aber man muss dann mal gucken, ob das noch Sinn macht. Ne? Wiegt das nachher 3 Kilo und bewirkt das überhaupt noch irgendwas? Mhm. Oder sagt man, das ist so in Ordnung? Das kann man jetzt natürlich, müsste man das einscannen und auf so ein 3D-Programm mal so einen Stresstest machen. Aber heute nicht. Heute ist Rechner schon runtergefahren. Ja. Das heißt, so. So. Ja. Und jetzt? Ja. Links, rechts, runter? Oder wo wir sind? Ich zeichne uns jetzt die Mitte an. Wir haben vorhin schon gemessen. 550 mm. Das ist so das gerade Stück, was wir uns behalten. Mhm. Und von da aus werde ich das dann eben runterbiegen. Dann müssen wir mal gucken, wie viel Grad das sind. Das werden nur, ja, 5 Grad vielleicht sein. Dann gucken wir nochmal, wo das ist. Dann muss ich es eben ausnotchen, dass es hier reinpasst. Dann versaue ich hier die Pulverbeschichtung und dann schweißen wir das da ein. Das macht nichts. Ja. Dann muss ich noch ein paar weitere. Hattest du das mal gemessen im Auto oder passt das so stramm drunter? Weil hier sehe ich schon Gewinde. Ausgemessen habe ich es nicht. Achso, du meinst, weil es jetzt gerade tendenziell eher auf beiden Seiten tatsächlich aus, was du alles achtest. Ja, aber macht ja Sinn. Also, das wird ja nicht aus Spaß da sein, ne? Nö. Ja, musst du mal ja. Das ist die Pulverbeschichtung zu dick. Das muss auch sein. Ja, aber auf der Innenseite ist ja gar nichts. Ich würde dann lieber sagen, dass man es vielleicht tatsächlich ein bisschen strammer macht. Reindrückt, ne? Dass sie die ein bisschen auseinanderkriegen. Genau. Ne? Krass. Dass ich jetzt mal messe, nicht, dass das nachher 2 mm schmaler ist, weil dann kriegst du es dann nie wieder rein. Nee, aber ich gebe so viel rausfräsen. Ich gebe dir vollkommen recht, dass es auf beiden Seiten sieht man. Ist denn das hier Hohl in? Ja. Also das hätte
eigentlich eine Buchse rein. Ich hätte das in Stahl gemacht, also voll. Ja. Aber wenigstens eine Buchse. Also Buchse es gab Zeiten, da hatte ich Achsen auch schon mit einer Buchse drin. Hm. Aber es soll wohl so reichen. Das heißt, ich habe mir aber riesen Scheiben drehen lassen, die wirklich hier komplett so drauf drücken. Aber ich gebe dir recht, da sollten wir aufpassen. Ja. Das sollten wir dann eher das Rohr wahrscheinlich sogar eher ein bisschen reindrücken, dass das so ein bisschen auseinander geht. Hm. Weil hier ist ja definitiv, also verschieben wirst du die Achse im Auto hier auf jeden Fall nicht mehr können. Hm. Aber kannst du mit deiner Biegemaschine richtig Winkel sehen oder ist das immer nach Gefühl? Ich habe mir das angezeichnet. Das ist aber auch von Material zu Material unterschiedlich. Hm. Wenn ich jetzt Rohr kaufe und das in einem Monat kaufe, dann, oder es ist am Ende des Rohrs, das ist immer, kommt drauf an, wo das Erfahrung gewalzt worden ist. Und, aber man kann es eventuell ein bisschen noch wieder aufbiegen, so 1-2 Grad geht, und dann fängt das aber auch an. 1-2 Grad? Ja, mehr geht nicht. Und dann hänge ich aber schon mit vollem Gewicht dran. Ne? Let's go, dann lass es uns machen. Ja. Schon anfragen, ob du sowas auch verkaufen willst, also ob du sowas nochmal bauen willst? Ich habe schon einen Bauplan dafür. Das Ding überzeugt mich immer wieder, weil es dann doch so in Anführungsstrichen, also wenn du so ein Rohr in der Hand hast, würdest du denken, das kann niemals gebogen werden, aber das Ding schafft es dann doch, das Rohr zu biegen. Das ist eigentlich ein Fahrradrahmen gedacht. Problem ist das hier, die habe ich mir dann alle nachgekauft, das erste habe ich mir gebaut und jetzt habe ich die hier, aber da musst du erstmal mit warm werden. Okay, das ist dann nochmal die Profi-Version. Das heißt, was kann die eigentlich besser? Da kannst du den Winkel einstellen. Es geht hier alles über die beiden Knöpfe, was ein bisschen dämlich ist. Also die Bedienung ist ein bisschen, muss man sich reinfuchsen. Und dann drückst du auf den Knopf und dann fährt die 10-mal immer an das gleiche, an den gleichen Winkel ran. Verstehe. Am Ende doch die gute alte... Ja... Die ganzen Prismen noch nicht dafür. Ich habe mir Umbausachen geholt, damit ich die hier benutzen kann, aber... Eigentlich müsste man einfach anrufen und sagen, schick mal her. Bis wie viel kann die jetzt hier? Das 38, da kannst du auch noch größer mitbiegen. Also hast du die Prismen auch für größer. Ich habe das immer nur bis 1,58, das ist 41,3. Aber 45 oder 50 würde auch gehen. Das ist jetzt die Mitte vom Rohr? Ja. Und hier willst du biegen? Genau, das ist der Strich. Das ist genau die Kante von dem hier. Und er zieht das jetzt hier rum. Das heißt, er macht dann nur hier so den Bogen. Aber ich muss tatsächlich noch mal gucken, welchen Winkel du überhaupt hast. Aber das heißt, da fängt der Radius dann an vom Biegen. Also er zieht es dann ab hier rum. Ja. Okay, das heißt, du stellst jetzt das Rohr da einfach nach und kannst perfekt. Genau. So, ich denke mal 15 Grad. Mhm. Ja. Das ist so viel, okay. Ja. Alter, hier mit Gas geben. Ja. Ja, es sieht halt aus, als wenn das Ding die Butter da einfach durchgeht. Ne? Das ist halt hydraulisch. Schon ein paar Markierungen. Ich denke mal, das ist hier 15 Grad. So, das lasse ich jetzt erstmal so. So, jetzt sind wir bei 13. Ne? Lass ich jetzt aber erstmal eben so. Die andere Seite mache ich genauso. Ja. So, jetzt kommt der Moment, wo ich dreimal dran rumschleifen würde und es wäre zu kurz. Ja, ja, das ist auch immer nicht ganz einfach. Ja, doch, sieht aber cool aus mit den Biegungen. Wenn das so drin ist, sieht das schon männlich aus. So, jetzt sind wir Max-Schweißgerät und machen hier ein paar Punkte einfach drauf und schweißen den Rohr einfach rum. Genau, Feierabend. Hatten wir jetzt hinten schon den Abschnitt gewinnen? Von der Achse? Nee. Das können wir mal machen, ne? Und wahrscheinlich ist noch eine Katastrophe. Sonst haben wir es gleich wieder vergessen. So, 930 sind das. Ich habe das jetzt mal hier so gemessen. Und da das ein deutsches Auto ist, würde ich auch sagen, das kann gut sein, dass das 930 sind. Lochabstand. Ja, demnach sollte das hier eigentlich passen, ne? Ja, aber nicht, dass es 925 sind. Hast du gemessen? Nee. Fahr mal eben schnell los, mach mal. Ich schreibe das hier mal auf, mal gucken. Okay, also das müssen wir mindestens haben, tendenziell eher größer. Logischerweise, ne? Nachdem. Wobei, nee, stimmt, eher 935. Eher sogar, ne? Ja. Was für Schrauben sind hier drin? 10, 12, irgendwas? Ich glaube 12er waren. 19er Kopf, auf jeden Fall ein Feingewinde. 12. Ja. Mhm. So, hier haben wir 18er Loch. So, wenn auf beiden Seiten die Schrauben schon, ist eigentlich Platz genug sein. Ja, ne? Aber wenn die auf beiden Seiten, wenn du das schon so siehst, glaube ich auch, dass wir sie lieber ein bisschen. Ja, weil wir bei 9,35 raus ist. Aber weil wenn beide Seiten Anschlag sind, ist auf jeden Fall so, dass. Und schmaler machen kann ich ja zur Not einfach die Flex einmal reinhalten. 2 mm raus. Einfach auf den Boden fallen lassen. Boing.
lang. Woher wusstest du jetzt gerade den Winkel, den du da eingestellt hast? Also das habe ich vorhin gemessen hier. Ah, okay. Verstehe. Das habe ich vorhin gemessen. Mhm. Ja, hier habe ich so 5, 6 Grad. Da habe ich dann 7 eingestellt. Also passt. Das passt dann. Ich kann viel hier noch am Winkel messen tatsächlich. Ja, musst du auch. Als am drauf losflexen. Aber so. Sieht so schon geil aus, die Strebe. So, sieht nach richtig Saft aus, die Achse. So. Ja, die, ich glaube, ich nehme alles zurück. Ich glaube nicht, dass ich verbiegt. Ich glaube, eingeschweißt sieht das nochmal. Ja, denk daran, wir wollten es ganz bisschen spreizen, ne? Also ja, aber es sind jetzt noch 5 mm. Und ja. Hier reicht am Ende ein halber Millimeter hoch, dann biegt sich das hier so auseinander. Ne? Ja. Nicht 5 mm, aber. Außerdem muss ich es ja irgendwie dazwischen kriegen. Mhm. Ist auf jeden Fall noch kürzer. Hier hast du verschiedene Rollen. Ja. Und das ist quasi jetzt genau der Durchmesser von dem Hauptrohr. Ja, da genau rangeht. Im besten Fall schon. Das ist jetzt ein bisschen größer, aber das merkst du kaum. Ah, okay. Ja. Aber sonst so hast du wirklich fast alle Rollen zusammen, die man... Ja, die ich so brauche, um Chassis zu bauen, reicht das allemal. Mhm. Was? Weil das ging ja echt durch wie Butter. Ja, ich habe vorher so das mit Bohrkronen gemacht, so richtig ausgenotcht. Und da ist mir tatsächlich so eine riesen Bohrmaschine bei draufgegangen. Weil durch die Schläge, das Rattern, ist vorne das Bohrfutter. Der Konus total kaputt gegangen. Ja, und das geht ja zehnmal entspannter, geiler, schneller. Du kannst das auch genauer nachvollziehen. Du spannst das jetzt ein und schleifst nur so ein bisschen nach. Das geht mit der Bohrmaschine gar nicht, mit diesem Chrombohrer. Ne? Stimmt, jetzt kannst du natürlich, wenn der Winkel einmal passt, einfach immer wieder nachsetzen. So sieht's aus. Muss noch kürzer und noch ein bisschen höher. Was sagst du dazu? Wo soll das noch hin? Soll das noch weiter hoch? Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, doch, ein bisschen mehr Platz kriegen wir, ne? Hm. Weil die Strebe ist ja steiler als das Diff, ne? Aber ich befürchte fast, auf den Platz zu kommen, müssen wir fast bis ganz oben, ne? Ja. Ich weiß ja nur nicht, wo du die hier haben möchtest. Ja, das ist erstmal egal. Also jetzt geht es erstmal darum, dass wir zum Diff dann da genug Platz haben, würde ich vorschlagen. Ja, dann lass das nochmal eben rausmachen. So. Jawohl. Nächster Versuch, oder? Du aber, ne? Ach so. So, jetzt aber. Ah, guck mal. Jetzt können wir das richtig schön machen. Ja. 22. Ja, eigentlich da ein Zenti. Mess mal eben bitte die Breite unten. Jetzt sind wir bei 35. Ja. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall gleich ein neues Loch bohren. 22,5. Und Luft. Jo. Sieht gut aus. Das sitzt doch! Ja. So, jetzt haben wir sogar nicht nur. Jetzt haben wir nicht nur eine Strebe eingesetzt, sondern haben die Achse noch in Stand gesetzt zeitgleich. Ne? Das ist die Reparatur, die wir gemacht haben. Ja. Nein, wir haben wirklich tatsächlich jetzt ein bisschen auseinandergedrückt, dass wir hier unten 5 mm mehr haben. In der Hoffnung, wenn ich die Achse heranstecke, dass es auf 1 mm passt. Zur Not flex ich es durch und schweiß wieder. Was zu sagen? Nee, passt ja nicht. Nö. Ja, dann kommen wir morgen nochmal wieder. Ja. Ja, kürzer machen kann ich ja zum Glück. Du, solange drin. Noch genug Rohr dran ist, kann man das abmachen. Kein Problem. Diese Alu-Sachen sahen gut aus. Ja, das. Da ist halt immerhin einer, bei Schweißern ist ja auch viel, die immer sagen, ah, geht nicht, scheiße, Spalt zu groß, komme ich nicht hin und so weiter. Ne? Nee, das geht immer. Ja, und bei dem ist eigentlich scheißegal, was du hinlegst, irgendwas macht er immer draußen. Ja. Das Problem, dass die Leute mit irgendeinem Mist hier ankommen, ne? Hier kaputte Ölwand und so, und dann sollst du da, soll das aussehen so wie bei seinen Ladeluftkühlern, na, das geht gar nicht. So, ja, ohne Masse geht eh nichts. Ohne Masse nichts los. Okay, also sagst du den da hinten, da hinten sagen wir mal kurz. Na ja, mal dran vorbeilaufen oder so. Ja, wir können ja so einen auf den tun mit, wir gucken mal rum, was hier so rumsteht, während der Schweiß. Wenn die Aktion so fertig ist, oder so. Wenn du da reinguckst, ist das schon Chef, ne?
So, müssen wir nochmal schnell ein Bier ächzen. Also nee, deine Vorarbeiten sind auf jeden Fall immer wieder... Wenn das Fotzi sehen würde, dann gucken wir, kannst du nicht mal durchgucken. Ja, der wird neidisch hier. Ist komplett anliegend. Ja, so hast du keinen Verzug, jedenfalls nicht. Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Weil außer, dass das Rohr sich quasi übertrieben in diese Richtung biegt, aber nach dahin nicht, ne? Mhm. Das heißt, mit Verzug ist egal, wir hätten das Ding jetzt nicht hier auf den Tisch aufspannen müssen, irgendwie fertig machen, egal, einfach drauf los und... Der Spalt ist so gering, dass er schon... Ja, je mehr Arbeit du dir vorher machst, desto weniger Arbeit hast du hinterher, nicht? Aber das ist trotzdem noch so, dass du das an dein Auto schrauben kannst, ohne dass sich das so verzieht. Du bringst ja mit diesem Schweißart auch nicht so viel Hitze da rein. Mhm. Ja. Ich muss sagen, das ist doch perfekt geworden. Ich weiß nicht warum, aber es sieht einfach auch gleich viel stabiler aus. Ja, das denke ich auch. Also, weiß ich nicht, irgendwie hat man vorher drauf geguckt und diese Strebe hat gefehlt. Jetzt sieht das irgendwie viel... Na gut, vielleicht haben die sich gedacht, das reicht mit den Punkten. Viel vollkommener aus. Mag auch sein, dass das originale Diff hier deutlich höher sitzt. Wobei ich glaube, es ist eher flacher. Also es ist dieser ganze Teil, das ist bei dem Original flacher. So, was auch gut ist mit der Strebe nach oben, selbst wenn hier irgendwie mal was kaputt geht. Wir haben jetzt eigentlich einen automatischen Anschlag nach oben. Also es kann eh nicht weg, das Diff. Ich finde das dufte. Ich glaube, das ist schon schön geil. So, das heißt, wir bauen jetzt hier noch ein paar Türmchen. Irgendwie aus 3 mm Blech gekantet. Wir haben jetzt auch mit Absicht ein bisschen Versatz nach hier, dass ich zur Not von oben auch mal mit einer Knarre rankomme irgendwie. Wenn wir da die doch mal irgendwie Gewinde kaputt Mutter, weiß nicht, ich bin doch eigentlich ein Fan von der Mutter. Vielleicht, da das ja auch offen gestaltet ist nach hier, kommt man natürlich eigentlich auch cool dran, einfach nur offen Mutter durch auf beiden Seiten fertig. Ist auch immer entspannt. Den kriege ich übrigens nochmal für die andere Seite. Das heißt, wir können das symmetrisch auch noch da bauen. Also ich würde das mindestens aus 3 mm Blech machen. Die viereckigen Aufnahmen, ne? Ja. Also mein Gedanken auch war einfach, keine Ahnung. Also das geht auch, aber da muss man mal gucken. Vielleicht kann man auch noch ein paar Löcher reinmachen oder ein paar Blecher haben wir ja dabei hier. Ich weiß ja nicht, was. Was ist denn so ein 50x50? Mhm. Auch mindestens von der Größe, ne? Ja. Ja. Wenn du das so machst, dann kannst du ja locker da irgendwo was aufmachen, wo man eine Mutter rein... Ja. So, dann richtig schön. Also ich denke mal sogar eher länglich, schön als Vierkant hier, genauso wie der kreisrund. Ich weiß jetzt schon, dass kreisrund ausschleifen sind für dich hier 3 Minuten. Ich werde da lange wieder dran stehen, bis es vernünftig passt, weil das ist echt... Übung macht den Meister. Nee, aber das ist ja wirklich einspannend, ran, fertig. Ja. Und fertig. Okay, ja. So, pass auf, jetzt will ich unbedingt da hinten deinen roten Flitzer noch einmal angucken. Ja, gerne. Der ist schon der letzte Mal schon hier, ne? Ja, Hier darf man schon was zu sagen, oder ist das an der Kamera? Nö. Das soll mal ein Weltrekordauto werden, wie so viele, aber es ist ein Honda Civic mit Allrad. Da kommt ein komplettes Chassis rein. Ich kann den ja nicht genau sagen, welche Klasse das überhaupt sein soll. Im besten Fall testen die das hier. Das geht nach England zum Zoofahren und zum Zeiten abliefern und soll dann in Amerika bei so einem Event, wo nur Imports fahren. Krass. Das ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg, würde ich sagen. Ja. Aber es ist Civic Allrad. Mhm. Und Reglement heißt, das wird dann aber wie Paul so ein Dreiviertel-Chassis oder Vollchassis oder gar kein nee, Chassis, das heißt nur Käfig rein. Das ist eine komplette Zelle innen drin. Ich glaube, eine Abstützung nach hier vorne. Und mehr ist da, glaube ich, auch nicht erlaubt. Ich muss mal gucken, ich habe ein paar Baupläne dafür. Ich habe mich noch nicht so richtig damit beschäftigt. So gefräste Teile sind einfach nur sehr geil. Das ist halt Honda, ne? Wir müssen uns voll den Aufwand machen, sowas alles bauen und für die Autos gibt es einfach zu kaufen, ne? Hallo, und Abfahrt. Geil. Ja, okay. Das heißt, ungefähr 3, 4, 5 Monate wird es dauern. Ja, ich hoffe nicht mehr so lange. Aber das steht immer nicht schnell. Ja, aber Chassis heißt schon ganze Zelle rein. Ja. Die ganze Zelle muss da schon rein, ne? So, und das hier ist von euch so ein Kundenauftrag? Ja. Ein S10. Ich hoffe, es ist nicht falsch, ich verwechsel das immer, die großen und die kleinen. Komplette Wilwood-Bremse. Breit das Ding jetzt. Die Vorderachse ist alles aus Amerika. Der ganze alte Quatsch ist raus. Ein LS-Motor mit einer Holley-Einspritzanlage, frei programmierbar. Er legt sehr viel Wert auf so Details, nicht? Dass das hier alles verschwunden ist. Die Zündspulen sind hier in den Ventildeckeln drin, dass das alles passt. Das hatten wir auch alle schon ein paar Mal auseinander. Das Chassis kriegt jetzt unten noch so eine Versteifung unten drunter, machen wir noch rein, weil die Pickrahmen natürlich alle so ein bisschen instabil sind. Aber das habe ich auch noch nie gesehen, die Zündspuren in den Ventildeckel drin. Mhm. Ich
hätte gedacht, dass das so mit Temperatur und Öl und allem. War der Kälte jetzt draußen. Wo wir sind die kleinen Dinger hier? Was ist das? Das ist Wasser. Ah. Ein ganz kleiner Wasserkanal, damit das zirkulieren kann. Das geht von hinten nach vorne. Nicht, das ist, trifft sich in der Mitte noch in so ein Stückchen da. Guck dir mal an, wie filigran aber dann die Bremsscheibe so ist, ne? Mhm. Ja. Ankerblech vorne. Okay, das heißt, was macht ihr in dem Auto? Also auch sowohl die Tuning-Arbeiten als auch hier so ein paar Sachen anfertigen. Eigentlich alles. Sind doch hier so PDM oder alles? Ja, der hat dieses Blech angefertigt dafür, dass der ganze Quatsch da drin ist, die ganze Elektronik. Das läuft alles unten im Rahmen. Dieses Armaturenbrett ist normalerweise eingeschweißt im Auto. Das ist rausgetrennt, kann man jetzt rausschrauben, dann kannst du viel besser daran arbeiten. Die Lenksäule, die Pedalerie, das ist alles extra für dieses Auto angefertigt. Das sieht so aus wie original, ist aber leicht geändert. Da sind schon ein paar hunderte Stunden drin. Scheibenwischermotor ist hier weg. Der sitzt sonst hier vorne vor. Den haben wir hier drinnen versteckt, dass der gar nicht zu sehen ist. Und man kann die Ladefläche immerhin gleich noch viele Teile benutzen. Ja. Alter, das ist doch Tuning von damals. Ja. Griff nach innen gemacht, ne? Ja. Das heißt, machst du auch so richtig Verzinnen und sowas auch alles? Also so richtig Karosseriearbeiten, volles Programm? Das machen wir auch, ja. Ist selten geworden, weil das auch zeitaufwendig ist und dann auch teuer, aber wenn das jemand haben möchte. Und der hier? Den Tank haben wir gebaut, ja. Der kommt hier hinten zwischen den Rahmen. Der Originale, der sitzt irgendwo hier an der Seite. Wollten wir nicht mehr, da ist jetzt die Batterie hingewandert an den Rahmen. Den haben wir gemacht, der hat jetzt fast eine Woche unter Druck hier gelegen und hat den auch gehalten, den Druck. Der ist also einbaufertig. Tjung, habt ihr echt so lange gefangen dabei. Und hier. Aber was sind da alles? Ein Liter oder? Mehr sogar. Hat der vor? Ja, gar nichts. Den habe ich so ins Blaue reingemessen, habe gesagt, machen wir mal. Und am Ende sagt er, du guck mal, wie viel da reingeht. Ich glaube, das sind 110 Liter. Also damit kommst du ordentlich. Bis nach Hannover und zurück reicht's alle mal. Zum Warmfahren. Ja. Krass. Ja, Nils, war mir wieder eine Ehre. Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank. Wir waren nicht das letzte Mal hier. Irgendwas finden wir bestimmt noch. Habe ich auch. Boah, hier. Das alte Dach von Paul noch. Jo, geil. Beide. Stimmt, da liegt auch noch. Ja, das von Honda kommt da jetzt auch noch mit. Wie, aber das ist dann, jetzt wo du sagst, das ist GDR, das ist groß für GDR. Das ist der Evo 9. Ah, der war auch damals bei dir? Das ist ja mittlerweile 10, 15 Jahre. Das ist lange her. Ja, das ist egal. Jetzt sieht man mal witzig, wie viel größer ein Evo-Dach geben würde, ein GTR-Dach. Ja, vor allem wie klein so ein GTR-Dach ist für so ein großes Auto, ne? Ja, ja, das ist nicht riesig, das Ding. Ne, ein paar Ideen haben wir ja noch. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob das Video jetzt hier zu Ende ist. Vielleicht ist es zu Ende, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Irgendwas kommen wir hin. Geile Arbeit, wie immer. Alles klar. Gibt die Präzision hier, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Und weiter geht's. Schön, dass ihr da wart. 3 Tage später. Wir haben leider Kacke gebaut. Wir wollten gerade die Achse anschrauben. Wir dachten ja schon, wir haben es im Griff. Aber haltet euch fest, es sind 943 mm. Das heißt, wir sind 10 mm daneben. Dadurch, dass die Achse jetzt zusammengeschweißt ist, kriege ich sie auch nicht mehr auseinandergedrückt. Ja. Jetzt in kalt sind wir eigentlich wieder genau bei 93. Das ist das Maß, was die Achse vorher auch hatte. Aber 93 kriegen wir nicht unter das Auto, weil wir brauchen 94,2, 1,5 cm. Auch überleg mal, 1,5 cm, ne? Das ist schon ganz schön viel. Das war einfach, die Achse muss so weich gewesen sein, dass als ich sie das letzte Mal montiert habe, man das ohne Probleme so ein bisschen über die Schraube wahrscheinlich gekippt kriegt. Das heißt, so geht sie nicht runter. Hier ein Langloch runter machen, auf gar keinen Fall, macht keinen Sinn, weil die Achse soll ja auch auseinander. Jetzt kriegt man sie natürlich nicht mehr auseinander gedrückt. Ja, das heißt, es gibt eigentlich nur die Variante Strebe wieder raus, neue Strebe rein. Oder wir überlegen uns doch nochmal, wie wir das Diff aufhängen. Auf dem Rückweg von Nils zurück kam mir dann die Idee, vielleicht haben wir uns zu sehr verbohrt auf diese Halter links rechts, die dazu auch Tonne schwer sind. Gewicht ist ja immer so eine Sache. Und jetzt würde ich gerne die Möglichkeit nutzen, dass ich eh dieses Rohr nochmal beschneiden muss, dass wir doch das Diff hier so links rechts aufhängen. So, ich habe hier schon mal eben gerade schnell ein paar Spacer gemacht, weil ich würde gerne am Ende hier 3 mm links rechts erstmal Alu Luft lassen, wo man entweder am Ende eine Platte reinmacht oder vielleicht die Platten auf eine Seite macht, weil das Diff doch ein bisschen schräg steht. Man weiß ja nie, weil man darf immer nicht vergessen, wir mitteln die Achse ja in der Karosse aus. Das heißt, eigentlich muss man danach das Diff auch wieder in der Achse ausmitteln. Deswegen würde ich jetzt diesen Käfig, der rüberkommt, gerne nicht auf einen Millimeter machen, sondern links rechts eine Platte. Dann habe ich mir überlegt, wir machen eine 3 mm Chromoplatte oder
Werkzeugstahlplatte, daran scheitert es jetzt gerade, ich habe da kein Material für hier, die wir hier anliegend machen, vier Schrauben, die aber bis hier oben steht. Erst hatte ich überlegt, wir klinken die aus. Jetzt aber, da das Rohr ja eh zu kurz ist, also wir müssen unten auseinander, das heißt, es muss hier auch auseinander, kann ich einfach das Rohr einschneiden und die Platte zwischenschieben. Das heißt, danach steht diese Platte einfach genau gerade in dem Rohr, wird kreisrum verschweißt. Von außen sieht es sogar so aus, als wäre es rübergeschoben. Ich behaupte, es ist auch die stabilste Version so. Und wir gewinnen damit unten Platz. Weil wenn wir hier zweimal 3 mm reinstecken, minus den Flexschnitt, ich sage jetzt mal 1 mm, sind das 4 mm, die wir hier gewinnen. Und ich habe das eben gerade mal so, ja, ich sag mal so halb provisorisch ausgemessen. Wenn ich hier 4 mm weiterkomme, waren wir unten bei 10 mm, ne? Ja, 10 hatten wir gemessen. Genau, passt ja dann. Das heißt, wir müssen schon genau schneiden. Ah, was noch besser ist, nee, ich mach's anders. Ich sage Nils, er soll mir nochmal ein Stückchen von dem Rohr schicken. Mit genau diesem Abstand. Weil dieser Abstand ist jetzt ja definiert. Wir sind genau bei 14 cm plus 3 mm Alu. Das heißt, er soll mir ein 14,6er Rohr schicken. Dieses 14,6er Rohr, da gehen direkt die Platten ran. Dann steht das Ganze auf jeden Fall 100% fluchtig. Auch quasi das Diff zur Stange, die beiden Platten zueinander. Dann kann ich einfach links, rechts die Platten so lange einkürzen, zwischenschieben, bis hier das Maß passt. Weil dann habe ich logischerweise zu viel Material. So machen wir das. Dann wird das da einmal rumgeschweißt und fertig. Wobei, warte mal, wir machen mal schnell diese Platten. Ich habe irgendwie Bock, gerade diese zu machen. Ich habe hier gerade noch meinen Musterkarton, den man dafür nehmen kann, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Das geht ja schnell. Also wenn ihr sowas bauen wollt, ich kann euch wirklich immer nur ans Herz legen, macht euch die Mühe, nehmt kurz eine Pappschablone. Es spart am Ende wirklich, ja, es spart einfach Power. So, jetzt fangen wir außen unten an der Ecke an. Jetzt überlege ich, wollen wir das Blech hier am Ende irgendwie überstehend haben? Doch, ich würde es nach unten auf jeden Fall überstehend machen, weil wir wollen ja einen Unterfahrschutz bauen. Boah, das wird ein Unterfahrschutz, da könnt ihr euch übrigens drauf freuen. Der wird kernig. Ja, okay, wenn ich es nach unten überstehen lassen will, ist meine Schablone schon zu kurz. Das wäre jetzt das erste Blech gewesen, was schon zu kurz ist. So, jetzt zeichne ich immer die Lochmitte an. Lochmitte, Lochmitte. Alter Sahara-Trick. Kappe lässt sich nämlich tatsächlich bohren. So. Jetzt können wir natürlich nicht jetzt gerade das Rohr ausklinken. Macht doch keinen Sinn, weil es wird ja am Ende eine Platte, die wir zwischenschieben. Das heißt, ich klinke das Rohr jetzt einfach viereckig aus und wir tun so, als wenn man es durchstecken würde. Ne? So, das ist auch unser Halter. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich ein bisschen schön machen. Das Material brauchen wir definitiv nicht. Klump. So. Das ist aber unser Alter. Das heißt hier, kommt noch eine Aluplatte. Von der Theorie her würde ich hier jetzt das Rohr schneiden und die Platte steht durch. Nachdem das Ganze verschweißt ist, würde ich die Rundung hier einmal schön schleifen. Das kriegt man ja mit der Flex ohne Probleme hin. Jetzt kommt das Allerentscheidendste, was ich natürlich am allerbesten finde. Mir ist nämlich eingefallen, wir nehmen einfach nur dieses Stück Chromrohr. Das sind hier vielleicht gerade 0,5 Kilo. Soll ich tippen? Mal wiegen gehen? Müssen wir. Jetzt müssen wir es. Ah, jetzt ist von gestern noch was drauf. Das kann ich euch in dem Moment auch zeigen. Das wird in irgendeinem Video, wird das auftauchen, dann könnt ihr euch da erinnern. Originale Motorhalter. Samt Motorlager, auch 1,3 Kilo. Könnt ihr einfach schon mal verinnerlichen. War aber schon gar nicht so verkehrt. Du hast sogar mal schwerer gesagt, als es ist. Ja, das ist jetzt natürlich für die Waage der Worst Case. Weil so wenig will die natürlich eigentlich nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei 1,3 dazulegen. Also sind irgendwas zwischen 350 und 400 Gramm. Tatsächlich viel sogar weniger. So, diese 350 Gramm sind die Lösung zu unserer Stabilität in Achse. Und zwar werden wir dieses Rohr ganz einfach und schnell hier neben anschweißen. Eigentlich müssen wir leider so tief wie es geht gehen, damit dieser Winkel hier möglichst nicht flach ist. Das ist das Gegenteil zu einem flachen Winkel. Ein steiler Winkel.
steiler Winkel. Echt? Ja. Ein Winkel ist ja steil, weil das ja eine Steigung ist, eine flache Steigung. Stimmt, okay, ja. Hast du recht. Wir wollen steil im Winkel. Das heißt, optisch gesehen, wir nehmen jetzt mal hier den Spacer weg, dann hält das ein bisschen besser. Optisch gesehen, wenn du von hier filmst, wäre natürlich das Allerschönste, zum Beispiel einfach hier in der Mitte gehen. So, und hier oben auf den Punkt. Und dann wiederum haben wir jetzt allerdings, dass wenn das Diff nach oben will, es nicht 100% gegen das Rohr arbeitet, weil es halt leicht nach hier gekippt ist. So ist es natürlich nochmal ein Tucken stabiler. Das heißt, ich würde tatsächlich das Rohr maximal weit unten und hier ansetzen. Das heißt, das steht dann wirklich am Ende, steht dann am Ende so. Man würde damit in diesen Knotenpunkt gehen hier. Und dann behaupte ich mal, geht das nicht stabiler. Weil optisch finde ich es, glaube ich, geiler, wenn wir tatsächlich hier rangehen. Dass ich doch kein Loch reinmache, sondern wir genau in der Mitte, also dass wir die maximale Stabilität aus dieser Platte rausholen, indem wir halt genau in die Mitte gehen und das Rohr dann da reinsetzen. Weil ganz ehrlich, stabilitätstechnisch wäre es natürlich besser, den Winkel steiler zu machen, weil ein steilerer Winkel ist einfach mehr Knickmoment auf dem Rohr, so würde ich jetzt mal sagen. Aber optisch sieht es natürlich so schon geil aus. Wenn das so links-rechts da, wenn das jetzt so genau richtig geil gerade drauf geschweißt ist. So. Mhm. Und dann hier, wir machen Folgendes, wir gehen hier von der Mitte genau da rein. So, das ist es. Dann ist immer noch genug Platz links-rechts für einen Auspuff, falls mal ein Auspuff durchgeht. Und das Ganze sieht maximal geil aus. Dann haben wir nämlich zur Not auch, falls das Diff doch so kippen will, warum, wieso, weshalb auch immer, haben wir das auch abgefangen ein bisschen. Und das ist maximal geil. Weil dann können wir jetzt nämlich noch als letztes, wirklich allerletztes Folgendes machen. Können wir nicht unseren Halter noch kleiner schnippeln. Da brauchen wir nämlich von, ich sag jetzt mal vorsichtig, von hier bis da nichts. Das heißt, das ist alles, was unserem Halter überbleibt. Der geht da so schön rein. Hier kommt das Rohr. Vielleicht gehen wir auch unten dran. Könnte man auch machen. Das überlege ich mir nochmal, wie ich es schöner finde. Weil wir haben ja natürlich hier auch die Stabilität da. Egal. Das ist auf jeden Fall unsere Hinterachse. Das sieht jetzt endgültig auf jeden Fall stabil aus, würde ich sagen. Ja, das ist definitiv. Und es ist für uns jetzt in diesem Moment deutlich einfacher zu bauen, als die Türme hier runter und so weiter. Wir können es voll einstellbar. Wir können einfach hier Langlöcher reinmachen. Können das Diff von der Theorie hoch, runter, links, rechts überall hinschieben. Und können es sogar auch noch kippen nach links, rechts. Indem wir halt, keine Ahnung, zwei Platten links, rechts gar keine machen. Ich finde das geil. Wir müssen eh was machen, um das auseinanderzukriegen. Deswegen, jetzt reicht es auch für dieses Video. Ich habe leider keine Chromoplatte hier. Auch keine vernünftige Stahlplatte. Deswegen können wir es nicht zu Ende machen. Aber im nächsten Video zeigen wir euch natürlich, wie das Ergebnis. Denke mal, wie wir jetzt dieses hier übertragen auf eine Stahlplatte und das Ganze einspeisen, brauchen wir nicht zeigen. Weil es ist dann wirklich nur noch durchsägen, Stückchen zwischensetzen, was genau die passende Länge hat. Links und rechts so lange einkürzen, bis wir hier auf 942 kommen. Dann einfach nur zwei saubere Nähte. Dann möglichst passgenau dieses Rohr noch zwischen, dass ich nichts verziehen kann. Und Abfahrt. So sieht's aus. Mal wieder genug gezeigt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.